Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboards mit mir Azurech und einem Dota 2 Gameplay Video Captain's Mode auf einem US East Server. So, ich sollte vielleicht aufhören, so komisch zu sprechen. Ja, das Spiel fängt an und ich bin schon nicht mehr so ganz glücklich. Wir haben schon gepickt, alles schon ready und fertig und super gut und wir haben hier einen Support, wo ich mich gerade noch frage, ob er den schicken, ob er schicken kauft oder ich. Mal eben fragen. Desolation. Get Ward. Ja, gut. Bin ich nicht so ein Fan von. Aber gut, das werden wir schon hinbekommen. Gemeinsam. Indeed. Ja, ihr werdet mich bestimmt gut unterstützen. Wir holen uns noch so ein Ding. Free Top. Ich bin eigentlich für die Mitte doch dann. So. Spec Solo mit... 30 seconds to battle. Und das meine ich schon. Die Leute haben nicht so viel Ahnung. By the impurities. To the fight. Und yes. Ich werde hier einmal Warden Spectre. Sollte jetzt mal nach oben gehen. Wie gesagt, Captain's Mode ist das hier. So, ich bin also Mitte. Das macht mir eigentlich nichts aus. Ich habe Leshrac gepickt. Ihr seht ja eigentlich, was wir für Helden haben. Ich spiele gegen Queen of Pain, das Gegnerteam. Ich habe das jetzt noch nicht so abgeschätzt und ich habe das Video auch ein bisschen später angefangen. Nicht während des Pickens. Na, gegen Queen of Pain ist nicht so einfach. Das Gegnerteam ist auf jeden Fall auch ganz gut. Die haben ein gutes Team. Alles ist da bei den drin. Disable, Damage, Semi-Carries, AOE. Nichts, worüber man meckern könnte. Der in der Mitte stellt sich auch sehr gut an. Kann ich nichts sagen. Ein würdiger Gegner, würde ich jetzt ganz hochmäßig sagen. Aber nein, er ist wirklich gut. Na, den muss ich jetzt schnell töten. So, ich bin der, der gewardet hat. Was ich eigentlich auch nicht so gerne mag. Erst recht, jetzt bin ich auch in der Mitte am Warden. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Muss mich ein bisschen zurückhalten. Oh, den habe ich jetzt übersehen. Ja, denn da kommt schon wieder der nächste Schrei. Das war eigentlich klar. Vielleicht nutze ich ja das aus, ihre Taktik, und überraschst du das nächste Mal, wenn sie das machen möchte. Einfach mal mit einem Stun. Den ich jetzt aber auch ja nicht mehr skillen werde. Das kostet nur unnötig Mana, sondern ich werde jetzt wieder Diabolic Addict skillen. Das ist ja eines meiner Lieblingsspells. Werde jetzt noch ein bisschen hier versuchen, Last zu hitten und zu denyen. Wie gesagt, ich hoffe, das klappt gut. Ich habe am Anfang nämlich gefragt, wieder, ob mir jemand ein bisschen helfen kann beim Picken, aber ja gut. Die Gegner, oh, das war natürlich jetzt schade. Meine Mitspieler waren jetzt selber nicht so von der Partie. Ja, ich krieg ordentlich Schaden. Und die hat auch schon Bottle. Nicht sehr cool. Nein, oh Gott. Oh Gott, oh nein, 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 nein. An evil wind rises. Holy shit. Yes. By the impurities. Das war ja mehr als knapp. Okay, die ist ein bisschen gerade heftig in der Mitte. Ist auf jeden Fall nicht einfach gerade für mich.
Da waren jetzt ein bisschen viele Creeps, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Sollte ich vielleicht mal wieder ein bisschen öfters Dota spielen. Aber ich glaube, die wird unvorsichtig irgendwann. Aber naja, ich muss da auch immer gucken, wie mein Team spielt und ich glaube, ich klaue jetzt einfach die Rune. Die soll jetzt da unten ja liegen. Ich habe halt noch kein noch keine Bottle, aber bevor sie die bekommt und sich dann hier etablieren kann, sage ich jetzt einfach mal, nehme ich ihr das lieber weg. Außerdem habe ich vielleicht gleich die Bottle und dann ist das ein Kampf der Runen, obwohl sie es da ein bisschen einfacher hat mit ihrem Teleport. Na, das war jetzt blöd von mir. Auf jeden Fall, sie kommt hier gut zurecht. Keine Frage. So, ich kann mir jetzt mittlerweile eine Bottle kaufen. Ja. Selber nochmal gucken. Peinlich, peinlich. Gut. Dann werde ich mir das auch mal jetzt eben holen. Hab vorhin noch mal The Dark Knight Rises gesehen. Ist jetzt auf Blu-ray draußen. Sehr schöner Film. Nicht so gut wie der zweite Teil meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall gut. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen viel hier, aber dafür kann ich natürlich ordentlich jetzt nuken. Beziehungsweise was heißt nuken? Ja, das wird sie nicht überleben. Das wird sie überleben, schon Level 7, aber die stirbt trotzdem. Die war schon Level 7, darauf habe ich gar nicht geachtet. Level 7? Ich bin gerade mal Level 5,5. Das kam unerwartet. Ah, da habe ich gar nicht aufgepasst, Leute. Also, das solltet ihr auf jeden Fall immer tun. Was hat der Gegner? Obwohl mich das jetzt auch wirklich ein bisschen überrascht hat, muss ich einfach zugeben. Ich werde mich hier ein bisschen zurecht kaufen, sodass es passt. Ist natürlich jetzt auch Mist, da geht mein erster Mate drauf. Die Rune kommt erst bei 6 Minuten, glaube ich, wieder. Muss aber sich eigentlich keiner Sorgen machen. Eigentlich stehen die alle ganz gut. So, der Ward hält nicht mehr, da gehe ich jetzt einmal hin. Mal aber trotzdem nochmal Miss. So, die Rune ist unten. Und sie hat die auch. So be it. Yes. All is chaos. Das ist natürlich jetzt doof, dass sie das geschafft hat und ja, sie dominiert mich. So kann man das eigentlich gut zusammenfassen. Ja, ich möchte das im Ulti eigentlich noch nicht skillen. Normalerweise skill ich es immer sehr gerne. So früh. Aber im Moment ist das nicht sehr gut einfach. So, wie gesagt, das macht leider alles nicht so viel Schaden, wie ich es gerne hätte. Und ja, sie macht mir sehr viel Schaden. So, das hat sie jetzt auch nicht weit überstanden. Ich muss aber kurz ein bisschen warten. Das Rechte wird jetzt mich vielleicht abfangen wollen. So, jetzt kann ich mich auch regenerieren. Die Rune kommt auch gleich irgendwann wieder. So, noch einmal. Miss. Jetzt versuche ich, jetzt wo sie weg ist, ein bisschen Geld zu holen. Ich frage mich gerade wirklich, wo sie ist, denn ich wüsste ehrlich gesagt nicht genau, warum sie hier abwesend bleiben sollte. Ich gehe jetzt einmal nach oben, in der Hoffnung, dass hier die Rune sein wird direkt. Ansonsten drehe ich direkt wieder um.
Es kann natürlich jetzt genau sein, dass sie eben da unten ist. Einmal kurz nach oben. Gut. Sie hatte die Farbe Türkis, da ist sie auch. Hat aber nicht die Rune, das sollte ich jetzt auf jeden Fall ausnutzen. Und vielleicht auch ihr letztes Mana verschwenden. Na gut, das lohnt sich nicht so ganz. Sie sucht jetzt hier verzweifelt nach der Rune, die sie ja nicht finden wird. So, hier... Ein bisschen für Verwirrung. Ein bisschen. Na, da hätte ich müssen vorhalten sollen. Das war auch nicht so gut. Ich gehe mal nach oben. Obwohl, das lohnt sich eigentlich schon gar nicht mehr, die pushen so hart. Sie hat leider viel zu viel Mana für mich. So be it. Very well. Ein Double Kill vom Licht, ja. Das ist natürlich Ulti. Nein, was mache ich denn da? Sie wäre tot. Ah, oh, Missklick. Fuck, fuck, fuck. Scheiße. Ich hoffe, es hört keiner zu, aber das war jetzt ein Fehler. Die wäre wahrscheinlich dort drauf gegangen. Für Minuten gleich 10. Und die nächste Rune auch ergattert. Na, wenigstens bekommt sie keine Rune mehr. Ach, das gibt's doch nicht. All is chaos. Jetzt töte sie ihn wenigstens. Wunderbar. Da ich da auch noch den Stun versaut habe, aber ja. Deswegen skillt man den Stun ja höher. So, Queen of Pain ist immer noch weg. Wir können jetzt hier pushen. Was auch wunderbar geklappt hat. Na, die sollte man auf jeden Fall töten. Das macht zu viel Schaden, als dass man die komplett ignorieren sollte. Ich gehe jetzt wieder langsam hier so rein. Vielleicht habe ich das große Glück, dass direkt die Rune kommen wird. So, das war jetzt ganz erfolgreich, dieser Abschnitt wieder. Jetzt kann ich hier einmal warten, ein bisschen natürlich passiv. Und einfach mal darauf hoffen, dass die Rune hier kommt und ich sie erwische. Ich glaube aber, dass Queen of Pain jetzt hier auch hinkommen wird. Sie ist aus der Mitte raus. Ist auf dem Bildschirm weg. Ich gehe jetzt hier aber hin. In der Hoffnung, dass sie jetzt kommen wird. Bingo! To a future of grief. Indeed. Very well. By the impurities. To the fight. You'll not need that. Trot along. My power grows. Yes. Cruelly so. Directly. Such disorder. So, was kaufen wir uns denn? Erstmal ein bisschen ein, würde ich sagen. Desolation. Ich habe leider auch keine Wards jetzt gerade mehr. Yes. Na, sie hat leider von allem genug. Ich muss natürlich aufpassen, sie ist ein Held, der ziemlich leicht auch einfach mal
einen Helden wegklatschen kann. Ich werde jetzt mal nach unten gehen. Ja, Kiwo hat noch einen getötet. Such disorder. Aber ich gehe lieber auf die andere Seite. By the impurities. Yes. Die sollten auf jeden Fall aufpassen. Forward. Ich glaube nicht, dass sie viel Schaden genommen haben. Oh, die sind noch da. Your top tower is under attack. Was it really that bad? To the fight. Indeed. Truly so. Very well. Your top tower is under attack. Das ist natürlich gar nicht so schön. Auch die Rune ist natürlich jetzt weg. Das heißt, da kann ich nicht mehr mithalten. Wenn wir mal schauen. Naja, gut. Die wichtigsten Helden haben nun mal nicht das jetzt bekommen. In der Mitte wird auch unser Tower wieder angegriffen. Hier können wir leider nicht viel machen, außer dass eben gleich das Ding wahrscheinlich fallen wird, der Turm. Oh, die werden beide drauf gehen. Ja, das war ja sehr blöd von denen. Macht sehr viel Schaden. So, der Turm geht drauf. Ich sollte aber allerdings jetzt aufpassen. Obwohl, wir haben gleich auch 16 Minuten. So, ich skill jetzt zweimal mein Ultimate direkt. Das heißt, ich könnte jetzt wieder ein bisschen lungern und darauf hoffen, dass hier gleich was kommen wird. Derzeit Face Boots ist gebongt. Nehmen wir uns. Schade, mittlerer Tower weg. Jetzt müssen wir ja aufpassen. Sie geht weg, haben wir durch Spectral Ulti gesehen. Können jetzt hier wieder warten und hoffen, dass hier die Rune auch kommen wird. Ansonsten noch gerade ein spannendes Spiel eigentlich. Wunderbar, besser geht's ja gar nicht. Können direkt in der Mitte bleiben. Und hier den Tower ein bisschen pushen. Denn der hat nämlich noch gar keinen Schaden bekommen. You'll not need that. Yes. Forward. Sehr schön. Taunt. To the fight. Sehr schön. Wunderbar. Ich sehe ja nicht wirklich häufig, ja, Kiros, die gut spielen. Jetzt gehen wir hier nach unten. Na schade, ich hatte da keinen Mana mehr durch mein Ultimate. Auch hier werde ich nicht viel machen können. Ich habe gerade gar keinen Mana mehr. Jetzt kann ich gleich wieder wenigstens Diabolic Addict machen. Oh, sehr schöner Heal. Na, töte doch mal dieses Teil da bitte. Are fortified. Desolation.
Oh, weg. Oh, das ist noch nicht vorbei. Oh, da hätte ich reingehen müssen. Noch zu gefährlich. Die können wir weglocken. Und gegen die Neutrals kämpfen lassen. Da war sie zu schnell. Ganz schön spannend. Wir können das aber nicht reißen. Wir haben hier leider nichts mehr zu machen, ehrlich gesagt. Such disorder. Naja, sie wollen natürlich jetzt einen Gegenpush machen, aber... Es sind viele hier, es sind viele hier. Na, die wollen jetzt gehen. Ich kann da jetzt nicht zurück. Very well. By the impurities. Cruelly so. Ja, der Turm geht halt langsam, aber sicher down durch den Spell auch. Yes. Aber den Void, das macht mir gerade Magenschmerzen. So be it. Das gefällt mir wirklich absolut gar nicht. Trot along. Oh, die wollen engagen. Und das klappt auch wunderbar. Das ist gar nicht gut. Das ist ein tiefer Schlag, sage ich euch, Leute. Da haben wir es aber weggeholt. Jetzt habe ich keinen Mana für Dings hier. Er denkt aber, der Tower sollte jetzt eh down sein. Das wird nicht viel bringen. Die müssen den Tower dann aber oben pushen. Na, die sind schon wieder alle da. Ich habe 3000 Gold, Leute. Ich kann damit nicht viel anfangen. Weil ich einfach nicht zur Base komme. Ich würde gerne einen Bloodstone haben.
Dings an. Yes. Ich port mich weg, die können mich eh nicht stunnen. Es ist dann doch schon irgendwie ein Geben und Nehmen hier gerade. 16-16 steht. Sehr spannendes Spiel, also wirklich hier. Ja. Ich bin begeistert im Moment noch. Das Spiel macht eigentlich sehr viel Laune, auch wenn ich immer noch im Zweifel bin, weil wir in so ein paar Situationen einfach nicht wirklich zurechtkommen. Dafür ist deren Void gestorben, hat 2-3, hat aber auch, glaube ich, meiner Meinung nach einige Kills schon. So, wir können uns, ja, Soul Booster direkt kaufen, ist schon geil. Ist einfach für unser Ultimate viel besser als zum Beispiel Passive Events. All is chaos. Ja, er muss hier farmen und ach, also er spielt nicht gut, glaube ich. Level 10 ist er gerade mal, Level 10. Das ist, glaube ich, gar nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich viele Creep-Kills hat. Ach, fuck. So, wieder einmal nach oben. Ich weiß auch nicht, wo er jetzt hingeht. Directly. So be it. Yes. Ja, von mir aus kannst du den ganzen Farm haben. Mach ruhig. Aber wir wollen Ergebnisse sehen. Directly. So, wir schauen mal, die da unten versammeln sich so langsam, creepen mal ein bisschen. Was haben wir hier eigentlich? Ganz schwacher Bild. Zweimal bei Kansen. Ist da nicht immer so ein... Geht das nicht nur einmal? Bin nicht so wirklich sicher. Trot along. Void ist bei denen nicht... Die wollen jetzt auf jeden Fall... Nein, 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 der hat sein Ultimate gemacht. Oh, fuck. All is chaos. Yes. Forward. Very well. Oh, das Ultimate könnte reinhauen. Warum er mich nicht angreift? Warum er mich nicht angreift? Da haben wir die noch bekommen. Mein Ultimate lief die ganze Zeit durch. Ich weiß nicht, ob die Dots hier rausbekommen. Ah, da geht nochmal das Ding raus. My bait. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder sonst was. Sie haut jetzt ab, ja. Er hinterher. Nimm du die Creeps. Oben könnte man den Tower pushen. Ich weiß nicht, ob man da so schnell hinterherkommt. Das war... Ich bin mir nicht sicher. War es gut? War es schlecht? Kann sich jeder für sich denken. Ich trinke mal eben einen Schluck. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ah, aber Fehler über Fehler. Sowohl auf unserer Seite. Jetzt stellt euch mal vor, Tide hätte noch sein Ulti gehabt. Megamäßig. Das hätten wir auf jeden Fall gewonnen in Fight. Aber super geil von Void. Ich hab alles an, ne? Und ich hätte, das glaube ich war ein halber Hit. Der hätte mich nur anspucken müssen. Dann wäre ich gestorben. Aber nein, er kümmert sich um irgendjemand anders. Kriegt meine volle Ladung ab von. Und ich meine, es macht zwar nur 100 Schaden, aber es sind 100 Schaden pro Sekunde die ganze Zeit. Das ist nicht gut. Ist nicht gut. Also der Void ist genauso wie unser Cabby nicht... Der beste. 1-3 ist 7 Assists. Oh Mann. Ist natürlich schade. Die hätten alle eigentlich bei dem lieber sein müssen. Trot along.
Mann, dieser Slow, der stört und der Dot macht auch gar nicht mal so wenig Schaden. Oh, nicht so weit nach unten. Genau den Weg können sie auch zum Hinterhalt nehmen, also. Eigentlich müsste man da unten den Tower zerstören, aber das ist nicht einfach. Da oben ist schon wieder Void am Farm. Also meiner Meinung nach ist das Verhindern des Farms wichtiger. Weil wir glaub, uns eigentlich immer zu lange aufhalten. Tide hat sein Ulti, bitte keinen Missklick. Void ist nicht mehr am Farm. Es kann gut sein, dass er selber jetzt gleich ins Geschehen mit einsteigt. Da geht man Ulti wirklich auf alles. Na, da baiten die uns. Hau mich noch weg. Die beiden Caster hier. Dafür Void tot. Na, das wird sie nicht überleben. Also auch unser Kevin hier leider tot. Das war natürlich schade. Es war eigentlich ein geiler Fight. Es sah richtig geil aus. Wir einfach alle fast down gegangen sind. Aber irgendwie haben wir die nicht bekommen. Komisch. Fand ich jetzt ein wenig komisch. Dire's structures are fortified. Your top tower is under attack. Queen of Pain spielt nicht schlecht, das ist das Ding. Ist kein schlechter Spieler, die anderen sind eben nicht so gut. Es war ein schöner Move von mir, da muss ich mich jetzt ein bisschen loben. Natürlich, der Tower war ein bisschen blöd, aber ich habe alle getroffen, Ulti, sonst was. Der Stun war ein bisschen random-mäßig, da fehlt mir das geübte Auge ein bisschen für, aber sonst war ganz okay. Natürlich, das Ende war jetzt schlecht, auch da, der Instinct ein bisschen fehlgeschlagen mit dem Stun gegen Queen, aber gut, auch hier musste ich auf jeden Fall hin. So, die sind alle drin. Ja. Ich gehe schon wieder drauf und wieder killen wir irgendwie gar nichts, ey. Das ist ja total ärgerlich. Aber Undying natürlich Hood of Defiance. Sie sind alle Magic. Jetzt haben alle Magic Resistance irgendwie. Das ist wirklich ganz ärgerlich gerade für mich. Schon wieder gestorben. Ganz bitter, ganz doofer Schritt eigentlich. Es sah wieder vielversprechender aus, als es ist, aber die haben halt alles. Mechanism. Schweres Spiel. Und dann natürlich auch der Undying mit seinem Ultimate macht ja prozentual mehr. Also gibt eine Debuff-Aura, wodurch man eben prozentual mehr Magieschaden bekommt. Was natürlich ebenfalls sehr schlimmes, wenn da so ein Licht ankommt. Ja. Und Windrunner ist immer ein Held, den bekommt man nicht mal eben so. Ist ein schwerer Held. Und das hier, guckt euch das mal an, das ist ja gar nichts, ist das. Wirklich gar nichts. Da will sich hier noch ein Ding, das ist viel zu spät. Guck mal, so muss das Equip mindestens aussehen, ja. Und selbst das ist noch nicht mal gut, aber er hat sein Basis-Equip eigentlich schon, ja. Ja, Mask of Madness, Perseverance, da ist er bedient jetzt. So kann er gut farmen. Mask of Madness kommt da einmal ran, macht Ultimate Kills ein. Das klappt. Ich gehe mal nach oben, ich muss ihn mal stören. Ist natürlich gefährlich. Er ist mittlerweile in der Lage, dass er mich auch
wahrscheinlich alleine töten kann. Oh, habt ihr das gehört? Oh! Nein, wer portet sich denn dahin? Scheiße. Ach, Mann. Die spielt echt gut. Und hier der Spectre, Mann, der kriegt das auch nicht gebacken. Der hat jetzt einen Kill, aber hier geht er wieder drauf. Die Queen of Pain ist Level 21 und spielt wirklich sehr gut. Windburner spielt auch nicht schlecht. Unser Yakyu spielt noch gut. Ich spiele auch relativ gut. Noch im Vergleich. Mann, wir haben das Potenzial eigentlich schon da, aber unser Spectre hat leider null Farm. 34 Minuten, da müsste eigentlich schon Valiance und Co. drin sein. Vielleicht hätte ich ja lieber doch Chaos Knight nehmen sollen. Damals beim Picken. Hatte meinen guten Stun. Aber hier auch 1-10 Tidehunter ist natürlich auch ganz schlecht. 3-8 Titan, Undying, merkt man gar nicht. Undying ist trotzdem sehr stark. Und mein Farm tritt hier auf der Stelle. Da kommt auch nicht mehr so viel raus. Und das ist jetzt eben so langsam ja die Zeit, wo sich das Spiel dann ja auch wirklich entscheidet. Ah, okay, Battlefield wird man hier sehen. In die sich das Spiel ja langsam entscheidet. Ich meine, jetzt werden die Carries nun mal immer stärker, die anderen immer schwächer. Und unser Carry kommt auf keinen Fall dem Void hinterher. Mein Held hat den Snowball-Effekt auch verpasst. Ich habe jetzt auch 8-5 Stats. Ich mache natürlich viele Kills. Das ist mein Held, aber... Oh mein Scheiß, was macht er denn sein Ultimate? Na, und da gehen wir schon wieder drauf. Sie kam ganz schön schnell an. Und das wird's gewesen sein. Das war wahrscheinlich die Entscheidung. Jetzt können die pushen. Links nur noch Yakio. Aber ja, sie waren so schnell da. Und das war auch eigentlich kein gewollter Engage von uns. Nur mal eben den Tower zerstören. Das ist es immer, ne? Ja, dumm gelaufen, sage ich einfach mal. Aber wenn man sich jetzt im Replay Statistiken ansehen würde, würde man jetzt hier auch so langsam auf jeden Fall einen Unterschied merken. Würde man bemerken, dass wir hier, dass sich Dire und Radiance immer mehr voneinander teilen. Die Spreu trennt sich vom Weizen so zu sehen. Und das wird nicht mehr lange halten. Natürlich können wir noch uns gut verteidigen. Ich meine, dafür sind wir natürlich stark genug, aber wenn wir nochmal so solche Fehler machen, dann wird das auf keinen Fall was. Wir hatten unsere Dominanz irgendwo im Midgame. So langsam gehen wir ja schon ins Late Game über. Da hatten wir kurze Zeit, wo wir hier unten ordentlich Stress gemacht haben. Und da haben wir irgendwo dann den Anschluss ja schon verloren. Ja, das, ja, wirklich. Also, das muss man halt so sehen. Es ist schon viel, viel früher passiert. Ups.
dieser Unterschied. Da, wo wir hier unten so oft gekämpft haben, da, wo Void hier oben alleine farmen konnte, da haben wir uns sehr lange zu viert, zu dritt unten immer aufgehalten, haben sehr viel Farm vergeudet, viel XP, viel Kontrolle. Das merkt man dann auf jeden Fall auch. Also, das wäre dann nur, es hätte nur geklappt, wenn wir hier auch wirklich zum Beispiel durchgepusht hätten direkt, ja, und dann vielleicht den einen oder anderen Fight nicht verhauen hätten. Hätte Tide nicht sein Ultimate da gewastet, dann hätten wir hier unten damals gewonnen, direkt uns, und ich meine, richtig gewonnen. Das sind so die kleinen, feinen Unterschiede. Ja, ich mache jetzt schon mal ein Fazit, so ein bisschen, brauche ich am Ende nicht so viel reden, und dann hört mir wenigstens noch jeder zu. Ich muss zurück. Ich muss gleich mein Ultimate. Na, da kommt nichts. Ich muss hier am Tower stehen bleiben. Da kommen wir nicht durch. Sie ist so stark, die Queen of Pain. Jetzt aber. Kill. Creeps kommen. Mein Gott, jetzt müssen wir was machen. Wir haben jetzt gerade die Chance, hier wirklich was zu machen. Aber nein. Das war's auch für mich. Sehr viel Schaden von Void hier. Da ist natürlich auch dann immer eine Kunst und die werden jetzt uns hinterherkommen auf jeden Fall. Ich sag einfach mal eine Kunst, so zu pushen. Oh, wenn er jetzt natürlich, ich glaube nicht, dass er sein Ultimate hat. Aber wovon ich sprechen wollte, war, dass die Kunst, ja, da macht er noch sein Ulti nur, um Volt teil zu töten. Selbst das schafft er noch nicht mal komplett. Das heißt, das Ultimate war jetzt auch ein bisschen gewastet. Die laufen da sehr lang hinterher. Wovon ich reden wollte, war auf jeden Fall so den Push zu machen, dass man Schaden macht, guten Schaden und dann natürlich noch heilend kommt. Das haben wir natürlich jetzt nicht ganz geschafft. Habe ich hier nicht irgendwie so ein lustiges... Warte ich nochmal mit Marco. Da! Genau! Vorsicht! Ob das bei denen auf Deutsch kommt? Ich glaube nicht. Das Ulti war auch nicht ganz gut. Dafür hat das wieder gesessen. Queen of Pain natürlich sehr stark hier. Void konnte, ist noch gestorben. Ich bin wieder da. Oh, ich hab so viel Mana, aber ich kann damit nicht so viel anfangen. So viel Gold. Na, das war jetzt nichts gut. Den Tower kann ich vergessen. Ich gehe jetzt nochmal nach unten. Na, jetzt bin ich erst dahin. Der Tower oben ist verloren. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Der Tower wird eh fallen. Viel zu spät, ganz ehrlich. Viel zu spät. Ich gehe lieber hier lang, sonst werde ich da abgefangen. Black Kingma wäre das nächste Item meiner Wahl. Ach, man kann ja immer nur eins da drin haben oder so, ne?
auch so bescheuert. Yes. Beide gefallen, das meine ich, da hätte ich die noch lieber hier reingemacht. Wir müssen aber aufpassen, die werden sich nicht von uns beiden hier beirren lassen. Schade, dass wir nicht wenigstens die Meleewags downhauen konnten. Aber man hat gesehen, man konnte noch was machen, aber der Fight war auch wirklich ganz gut. Also es war natürlich, es ist immer ein kleines bisschen Glück immer dabei. Zum Beispiel, dass ich jetzt das Ultimate auf mich gemacht habe, dass ich an der Position war, dass ich dann direkt wegrennen konnte. Lich Ulti hat keinen getroffen, außer mich. Ich konnte den Stun direkt nach Tight Ulti setzen und. Ja, das sind natürlich alles Sachen, die sehr gut sind. Da wird keiner sein, wir auch schon. Ach, ganz schön spät schon. Indeed. All is chaos. Your form debases. Direct. Na, was mache ich denn da? Oh, hätte er doch fast getroffen. Da geht das Match-Ding hier los. Komm auch nicht auf den Namen. Hat nichts gebracht, wenigstens das. Mein Gott. Sehr nervig. Da unten geht der Tower down. Forward. Ich hatte auch irgendeine Taste für einen schnellen Ball. Indeed. Die machen doch da gar nichts. Außer natürlich Void ist da. Was sehr wahrscheinlich... Na, was nicht. Ich pushe lieber noch ein bisschen. Uns fällt das nämlich auf. Einer sollte ja auf jeden Fall immer oben stehen bleiben, damit der da irgendwie ein bisschen sein Team da beschützen kann. Außerdem kann ich ja gut... So, das ist natürlich jetzt... Darkseer hat den Aegis. Vielleicht hätte man den sogar mir lieber geben sollen. Denn yes. Ich bin halt nur mal ein Damage-Dealer. Also ich sehe ein bisschen mehr Chancen, wenn ich Black King behabe. Aber das Game ist halt ein bisschen aus dem Bahn für uns geraten. Was Void und Spectre angeht. Ja, wir müssen irgendetwas machen. Eines der kleinen Probleme ist natürlich auch, es sind gar keine Wards vorhanden. Darum hätte ich mich natürlich auch ein bisschen kümmern müssen, aber naja, der Kiro wollte Support machen und das sieht mir nicht so nach Support aus. Eigentlich bin ich ja der Caster. Oh! Das ist ja wunderbar gelaufen!
waters, I rise. Trot along. Such disorder. All is chaos. Mein Gott, das sieht ja sogar noch nach einer Chance für uns hier aus. Das sind die verzweifelten Ulti-Schläge hier. Da. Holy shit. Aber das war's wieder. Man weiß nicht, wann man zurückgehen soll. All is chaos. A small enough price to pay. Forward. So, das wird natürlich jetzt schlimm werden. Das werde ich jetzt einigermaßen hier deffen müssen. Oh, fuck, man! Gut, was natürlich gut ist, ist, dass mein Bloodstone sich immer mehr füllt. Wobei ich jetzt auch ein bisschen aufpassen muss und auch einmal kurz weggehe. Ein gutes Item wäre natürlich jetzt Scarf of Wise. Also teuer ist das gar nicht. Ich kann mir dafür auch schon eine Sache mal holen. Desolation. Wobei das natürlich ein bisschen blöd zu holen ist, da ich jetzt für das andere... Na gut, aber Magic Grant kann ich dann irgendwann mir auch schenken, das ist das nächste, was ich dann verkaufen kann. So. Die wird natürlich schwer. Creed of Pain ist super stark. So, alle sind hier, 5 von 5.
disorder. Wunderbar. Ah, das habe ich nicht überlebt. Viel zu viel AP. Aber egal. Sau geil auf jeden Fall gerade. Ich glaube, ich kaufe mich zurück. Life from witless elements. Radiant structures are fortified. Ach, scheiß drauf, geht einfach rein da. Die haben alle noch so viel AP und Mana. Mann, dass sie nicht drauf geht, das regt mich so auf. Aber was für ein geiles Spiel, damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Und das liebe ich an Dota, wirklich. Ah, ich bin gerade echt froh, dass ich heute Dota noch gespielt habe. Das mit all den Zweifeln während des Spiels und oh, trotzdem saugeil einfach noch geworden. Das ist Dota, das ist wirklich Dota. So, und jetzt die Kiste zumachen, ey. Sehr geil. Das war ja mal ein hammergeiles Spiel, oder nicht? Das war doch so geil, das war so geil, ja. Auf jeden Fall gebt mir einen Daumen hoch für das Spiel, ja. Gebt dem Spiel einen Daumen hoch. Kommentiert es. Auf jeden Fall. Es war einfach echt hammer, mega gut. Und ja, ja, da kommen die Ausreden und ja. Ich bin froh. Was habe ich hier bekommen? Ich weiß es nicht. Wirst du einfach noch sehen. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Eine Sven-Truhe. Wow. Und ich spiele nie Sven. Vielleicht soll ich das nächste Mal Sven spielen. Auf jeden Fall sehr geiles Spiel. Und ja. War zwar wieder so, dass ich wieder Leshrac gespielt habe. Und den kanntet ihr schon, aber das Spiel hat es einfach mega in sich gehabt. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Sowas Geiles kriegt man auch sonst nirgendwo auf YouTube. Und damit lüge ich, glaube ich, noch nicht mal. Also auf jeden Fall bis dann und ciao, ciao.